Guten Morgen, Sportsfreund. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Matthias und heute werden wir die Beine trainieren. Ja, es werden die Oberschenkelmuskulatur wird trainiert und wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like da, beziehungsweise du kannst mir auch einen Kommentar da lassen, wie es dir gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und wir fangen an mit einem Warm-up. Wir kreisen die Schultern. Wir wärmen uns auf, wir kreisen die Schultern, machen uns warm. Ja, wir den Oberkörper auf. Knackt richtig bei dir im oberen Bereich. Erstmal den Oberkörper spannen. Große Kreise. Schön. Jetzt. Side Step. Arme herpendeln. So. Jetzt kannst du die Schultern wenn das Bein zur Seite geht, ein bisschen die Schultern hoch. So, die Arme hoch mit. Mach dich schön lang. Beweg dich, wie du dich hält. Finde nicht die Motivation. Es wird warm. Richtig schön lange schreiben. Schön lang machen. Wir wollen ja hoch hinaus. Bis in die Lang. Richtig die Seiten strecken, bis in die Fingerspitzen. So, jetzt nimm die Arme raus und zieh die Beine mal bis zum Po. Ne, die Hacken können sich richtig die Po-Muskulatur berühren. So. Jetzt nehmen wir richtig Schwung rein, jetzt tun wir die Arme nach vorne und wir werden übereinander geben. Dass vorne sich ein Kreuz bildet. Ja, atmen nicht vergessen, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. So, sehr gut. Bist du auch warm? Ich bin auch warm. Also, geht's los. Wir werden einen Lunge durchführen. Das heißt, wir werden einen linken Fuß nach vorne tun. So. Das ist, wird auf dem vorderen Bein verlagert. Und du jetzt mit der Knie zu Boden. Tief. Und hoch. Du brauchst auch gar nicht das Knie auf den Boden setzen. Das wäre die schwere Variante. Du kannst gerne auch einfach nur die Beuge gehen, wo du merkst, ah, da bewegt sich die Muskulatur, das reicht für mich, ich bin jetzt heute in Form. Das reicht vollkommen aus. Ja, richtig beugen kannst du dich. Bleib gerade. So. Also tief. Tief gehen ist eine schwierige Variante. Du kannst es noch verstärken, dass du runter gehst und vorne hoch gehst. Ne? Wird es dir wackelig, kannst du wieder zurück in den gleichen leichte Variante gehen. Ja, du gehst runter und ziehst das Bein hoch. Halt die Balance und ziehst hoch.
3, 2 und 1. Jetzt kommen wir nochmal in den Cardio-Teil. Hyper-Repeater. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen den Seitenbein nochmal zur Seite steppen. Mit dem Bein, wo du gerade runtergegangen bist, das ziehen wir jetzt nochmal richtig schnell hoch zur Seite weg. Immer schön gerade. Atmen nicht vergessen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt gehst du mit dem rechten Bein nach vorne und mit dem linken Bein dem linken Knie zu Boden. Einfach runter. Muss nicht tief sein, wenn du heute dich nicht so fit fühlst. Ja? Einfach. Ja, die musst du auch nicht für die Balance halten, das klappt einfach und relativ gut. Ja, durch die Spannung im vorderen Bein, der Po-Rückseite. Und wer mehr will, geht nach dem Lunge den Bein um. Ja, es wird wieder wackelig. Hier, 3, dich beugen, das Bein nochmal richtig tief gehen und letzte Mal, sehr schön, schüttel das Bein ein bisschen aus, jetzt nochmal der Side Repeater, mit dem Bein, was du genommen hast zum Beugen, wird jetzt nochmal bisschen Power rein. Wir steppen zur Seite weg, was nach hinten. Richtig reinpowern. Fühl das in Standbein, kannst auch ein bisschen in die Beuge gehen. Das Bein ist fest. Und das eine Bein streckt sich. Noch 3, 2 und 1. Sehr gut. Atmen. Bisschen durchatmen. Fühlt sich richtig gut an. So. Jetzt gehen wir runter zu Boden. Wir werden jetzt den Po bearbeiten. Rückenfreundlich zu Boden, machst einen Schritt nach vorne, senkst das Knie, kriegst jetzt die Ellbogen ab. So, jetzt hebst du das rechte Bein an, dass du auch fast hier 90 Grad hast. 90 Grad gebeugt und hebst du wieder runter. Ja, die ideale Übung für den Po und das Bein zu formen. Ja, es macht den Po fest. Ja, es muss aber einiges beachtet werden, dass du wirklich, ja, wenn das Bauchspannung nicht verlieren, dass du sagst, Bein. Ist der Rücken flach und gerade, halt die Bauchspannung richtig gut. Ja, nicht ins Hohlkreuz gehen, halt deine Spannung. Ja. Das Knie geht so hoch, dass wirklich Po und Körper eine Linie bilden. Sehr schön. Hier
3, 2 und 1. Jetzt bleibst du mit dem Bein oben und federst hoch. Kippst ein bisschen mit dem Bein hoch. Einfach pulsieren, Spannung aufbauen. Denk an den Bauch, dass der fest bleibt. Nicht nachgeben. Du schaffst das schon, du bist nicht alleine. Wir machen das zusammen. Die Ferse richtig nach oben. Auch Spannung auf. 3, 2 und 1 und runter. Bisschen entspannen. Bisschen den Po schütteln. Bereit, denn kommt jetzt das linkere Bein ran. Wir heben das an und wir machen die Bewegung ganz bewusst. Ohne Hektik. Du hast Schwung. So, jetzt achte wieder auf deine Bauchspannung. Gerade und fest. Ganz, ganz wichtig, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst, dass du wirklich dir wirklich das Gefühl bei den Trainings dir angewöhnst, dass du dann wirklich die Bauchspannung immer beachten musst. Der Rücken ist das A und O, er hält dich aufrecht und wenn du das natürlich falsch trainierst, kannst du Haltungsschäden bekommen. Da. Noch. Hier. 3, 2 und 1. Halten. Wieder. Und Dips. Kleine pulsierende Bewegungen nach oben. Federn das Bein. Federn, federn, federn. Halte dich stabil. Ja. Möchtest du gute Ergebnisse, halte durch. Gib richtig Power in diese Dips. Federn, 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 federn. Das machst du sehr gut. Ja, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Einmal nach hinten ziehen. Ja, entspanne dich. Du hast es geschafft. Atme tief durch. Du bist ein Champ. Ich finde es richtig gut, dass du heute eingeschaltet hast. Komm auf alle Viere. Drück das Bein zur Seite. Ja? Vorne hast du Dehnung. Ja? Die Ferse setzt hinten ab. Du setzt Knie vorne ab, Dehnung im anderes Bein absetzen, wechseln, Knie nach vorne, Ferse aufsetzen. Und nach vorne. Wow. Kopf schon wieder alles voll. So. Jetzt kommst du mit dem Knie, was vorne ist, aufrecht, drückst die Hüfte nach vorne. Machst dich ganz lang. Vorne, du hast den Oberschenkelbereich. Jetzt musst du ganz sanft Ellbogen greifen, linken Hand, ziehst ihn. Insta nochmal.
Oberkörper. Bizepsmuskulatur. Dynamisches Aufrichten. Zurück. Andere Bein nach vorne. Stütz dich nach vorne. Gib den linken, greif den linken Arm mit der rechten Hand hinter den Kopf. Werde aktiv und glücklich, ohne Geräte. Bist nicht alleine. Wir machen das zusammen. Vielen Dank fürs Einschalten. Komm hoch. Danke mich. Du bist toll, dass du eingeschaltet hast, dass du mitgemacht hast und dass wir später zusammen weitermachen. Ist doch ganz klar, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.